gar nichts Ungewöhnliches, was die Leute sich momentan piercen lassen. Das Allermeiste sind wirklich die Ohren. Alle Piercings an den Ohren sind super beliebt. Helix-Piercing, jetzt hier oben, Tragus, selbst Ohrläppchen wird in den Schmuckgeschäften eigentlich kaum noch gemacht. Kommen die Leute ins Piercing-Studio und lassen sich im Ohrläppchen piercen. Also der größte Teil ist wirklich an den Ohren momentan. Also im Urlaub würde ich auf jeden Fall davon abraten. Auch wenn das vielleicht ein professionelles Piercing-Studio ist, das kann ich nicht beurteilen. Ist in jedem Land ein bisschen unterschiedlich. Sommer, Sonne, Strand, Meer, Swimmingpool ist für ein Piercing immer nicht so geeignet. Also man sollte schon auch die Zeit danach beachten, dass das Piercing gut abheilen kann. Ist dann eigentlich im Urlaub meistens nicht so das Richtige. Zum Arzt gehen würde ich in erster Linie sowieso nicht empfehlen. Ich würde unbedingt empfehlen, wenn es irgendein Problem mit dem Piercing gibt, in das Piercing-Studio als allererstes zurückzugehen, die das Piercing gestochen haben. Ein Piercer kennt sich in der Regel viel besser aus mit Piercings als ein Arzt, kann in den meisten Fällen weiterhelfen, eventuell Schmuck austauschen, längeren Schmuck reinmachen, wenn das Piercing ein bisschen angeschwollen ist, ein paar Pflegetipps geben, vielleicht irgendein Medikament empfehlen. Also erstmal Hilfe im Piercing-Studio suchen. Ja, das wäre so der allererste Tipp. Es ist natürlich von Körperstelle zu Körperstelle ein bisschen individuell. Grundsätzlich gilt allerdings, dass natürlich kein Dreck in die Wunde kommen darf. Zum einen vor allem keine Bewegung. Ganz früher hat man den Kindern im Schmuckgeschäft immer erzählt, dass sie ihre Ohrstecker hin und her bewegen sollen, drehen sollen, damit die nicht festwachsen. Das ist ein Gerücht, was jetzt irgendwie, weiß ich nicht, aus den 70er Jahren bis heute sich gehalten hat. Finger weglassen, Schmuck nicht drehen, nicht bewegen, nicht dran hängen bleiben, einfach völlig in Ruhe lassen. Beim Sport, man kann natürlich auch mit einem frischen Piercing bedingt Sport machen. Wenn man jetzt irgendwie gerade einen Wettkampf hat, am nächsten Tag sollte man das mit dem Piercing vielleicht ein bisschen verschieben, aber Finger weglassen, das ist das Allerwichtigste.